Hallo und herzlich willkommen zu meinem World of Tanks Let's Play. Ich habe heute einen Gast dabei. Der Gast kann sich ja jetzt mal vorstellen. So, hallo, ich bin der Philipp Sauer 97, mache auch Let's Plays und andere Videos. Ja, ich werde seinen Kanal in die Beschreibung machen, packen, damit ihr ihn auch mal besuchen könnt. So, Joop. Wie man sieht, ist Philipp noch nicht so weit bei World of Tanks. Deshalb spielen wir nur mit Tier 4 Panzern. Philipp, bist du bereit? Ready? Du bist bei mir noch nicht bereit. Okay, bereit. Okay, na dann. Wir spielen auf der Map Wadi. Oh, ich bin mal beithöchster Tier auf der Karte. Ich bin in der guten Hälfte vertreten. Okay, ich bin höchster Tier. Sind alles Tier 4. So, dann wird das bestimmt eine lustige Runde, Philipp. Denke ich auch, besser als die vorherige. Lass uns mal lieber nicht darauf ansprechen. Wir sagen nur, dass das Matchmarking-System von WoT behindert ist. Ja, sie sagen, dass man höchstens 2 Stufen Unterschied haben kann, aber man spielt mit Tier 4 Panzern gegen Tier 8. Und das ist ja etwas brutal. Wir beide waren One-Hit, aber naja. Gibt Schlimmeres. Los geht's. So, Philipp fährst mir hinterher. Ja, ich bin der T28, der bei Martin Orange angezeigt wird. Ja, das sieht man ja. Okay, das können einige nicht wissen, die vielleicht World of Tanks noch nicht gespielt haben. Also, ich empfehle euch, World of Tanks ist ein echt ein Hammerspiel. Ist sowas wie ein taktischer Ego-Shooter, nur dass er langsamer ist und jeder hat halt so was wie eine Kevlar-Weste an, könnte man sagen. Ist doch so. Und ich spiele einen sehr stark gepanzerten, schweren Franzosenpanzer. Und ich ein T-28, das ist ein sowjetischer. Etwas leichter gepanzert, dafür aber sehr schnell. Naja, zurzeit ja. Ja, für Level 4 schon. Und da ist schon einer da hinten. Nein, wir fahren auf den Berg. Auf den Berg? Okay. Wenn man hier drauf sitzt, auf so einem Hügel, da sieht man meistens so einen Turm. Und dann können die Gegner halt nur auf den Turm zielen und das ist meistens eigentlich gut, weil beim Turm prallt einiges ab und oh, da ist schon die Artillerie. Philipp, geh mal zur Artillerie, also zum M37 und Sturmpanzer 2 und schieß den mal ab. Sturmpanzer 2? Da siehst du doch auf dem. Und wir haben irgendwie ein Noob-Team. Okay, ich sehe es da hinten. Oh Gott, ich wurde. Die Ente, eine Ente. Was ja. Machst du denn? Ich fahr zurück. Warum fährst du nicht vor? Weil damit er mich nicht treffen kann. Boah, wie viel Schaden hab ich bekommen, ey. Bitte. Damit er mich nie treffen kann. Na, ich tue jetzt. Ich glaube, ich werde ihn ausschalten. Ich muss ja auch schon die Sturmpanzer ausschalten. Und los. Nein. Ich muss schon die Sturmpanzer ausschalten. Und ich bin tot. Und ich auch. Oh, Philipp. Das war jetzt aber ziemlich nudig von dir. Besser aber als das letzte. Naja. Wir haben es nicht geschafft. Unser Team scheint auch nicht so gut zu sein. Man sieht ja, 2-10 steht für uns. Also, das wird nichts. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem etwas Spaß. Da hat einer einen Schuss in Skype angeschrieben. Naja, okay dann. Bis später. Ciao. Warum hab ich jetzt bis später Ciao gesagt?